Was ist eigentlich anders zu Teil 1? Erstens, wir haben für 16 Nächte gebucht. Zweitens, wir haben uns für die gesamte Zeit ein Fahrrad geliehen. Nicht faul. Drittens, ein Auto geliehen. Und viertens, wir wagten uns mal zu Fuß ziemlich weit an den Stränden entlang. So haben wir fast die ganze Insel erkunden können. Angekommen, wir sind in unserem gewohnten Zimmer, was wir kennen. Und gleich mal ein leckeres Essen mit Dessert. Am ersten Abend gab es gleich eine Strandparty. So nebenbei, der Urlaub im September, Oktober erscheint uns als sehr geeignet. Abends wird's jedoch sehr kalt. Gab es vor wenigen Wochen ein Seebeben mit Tsunami und davon wurde Kos stark betroffen. Thank you.
man nicht wieder reparieren kann, aber unangenehm. Und man hat immer so ein bisschen so den Druck gehabt, na, passt jetzt nochmal?
Einfach über die Kante gekippt. Sieht echt elendig aus.